Es war ein Abend der Herzlichkeit, der Emotionen und des Tanzens. Der 70. Geburtstag vom TSC Silberpfeil wurde im großen Stil gefeiert. Was dieser Verein seinen Mitgliedern bedeutet, wurde zur Jubiläumsgala in der Herderhalle deutlich. Speziell der Vereinsvorsitzende war das ein oder andere Mal nah am Wasser gebaut. Der TSC Silberpfeil ist für mich meine Familie. Egal, wenn es einem mal nicht gut geht, hat man dort einen Rückzugsort, viele tolle Mitglieder und mehr gibt es eigentlich nicht als dieser Ort im Silberpfeil zu leben. Über 23 Jahre schon ist Frank Hering der Vereinsvorsitzende beim TSC Silberpfeil. Unter seiner Regie wurde die Mitgliederzahl fast verdoppelt, der Umzug des Vereins gestemmt, wurden neue Veranstaltungen kreiert und auf Trends im Tanzsport reagiert. Für seine Verdienste wurde Frank Hering zur Jubiläumsgala gleich mehrfach ausgezeichnet. Wohl kaum jemand beim TSC kann die Arbeit von Frank Hering so gut einschätzen wie René Kaiser. Gemeinsam gestalten beide den Verein, der Sportwart und der Vereinsvorsitzende, eine innige Freundschaft. Der Frank ist so eine Art Vaterfigur für mich auch. Obwohl er ja nun in Anführungszeichen nicht so viel älter ist, aber ich wage zu behaupten, es ist doch eine Generation danach, also was meine Person betrifft. Wir sind ja ein Herz und eine Seele und ohne den Namen Hering und Kaiser kommt man am Silberpfeil ganz schlecht vorbei. 1953, als Rot-Gold Pirna gegründet, war der TSC Silberpfeil über viele Jahrzehnte ein reiner Paartanzverein. Bei Turnieren wurden viele Pokale gewonnen, speziell im Nachwuchsbereich. Die Schwerpunkte im Verein aber haben sich grundlegend geändert. Der Paartanz findet beim TSC nur noch im Breitensportbereich statt. Ich habe mit Tanz, mit Paarsport natürlich angefangen. Ja, da tränt einem schon das Auge und das andere mit, aber es muss sich verändern und man kann an alten Dingen dann nicht festhalten, wenn man keinen Plan hat, wie man das verändern kann. Und das sehe ich im Moment leider nicht. Und da denke ich an die schöne Zeit zurück und sage, dann lass uns was Neues machen. Hauptsache wir tanzen, denn Tanzen ist Träumen mit den Füßen. Der TSC Silberpfeil geht mit dem Trend. Jazz Modern Dance und Line Dance kommen an und werden im Verein trainiert. Katja Kaiser steht für diese neue Generation. Ich bin seit vielen, vielen Jahren im Verein und bin im Turniertanz groß geworden und bin wirklich ein Kind des Silberpfeil, bin von klein auf, ich habe Frank immer miterlebt und es ist wie Familie für mich und ich habe für mich das einfach als Chance gesehen, im Wettkampfbetrieb zu bleiben, ohne jetzt einen Partner haben zu müssen. Die neuen Stile lassen vieles zu. Vom Solotanz bis zum Gruppentanz ist alles möglich. Katja Kaiser hat im Line Dance ihre Chance gesehen. Mit eigenen Choreografien geht es zu Welt- und Europameisterschaften. Der TSC Silberpfeil ist im Line Dance längst eine große Nummer. Das Training im Verein wird immer anspruchsvoller. Frische Ideen und Inspirationen kommen dabei nicht selten von außen. Melissa Geveling beispielsweise kommt mehrmals im Jahr für ein Trainingswochenende nach Pirna. Die Niederländerin ist ein Star in der Szene und gratulierte dem TSC Silberpfeil auf ihre Art und Weise. Melissa ist ein Mensch, die fordert mehr von uns, als wir aktuell fähig sind zu leisten. Also sie sieht unser Potenzial einfach und pusht uns in unser Potenzial rein und kitzelt einen tatsächlich auch aus der Komfortzone rauszugehen. Und das ist wahnsinnig spannend, schwierig tatsächlich auch, herausfordernd im Training, aber wenn man dann selber fertig ist und merkt, dass man diese Stufe erreicht hat, die sie einem angeboten hat oder wo sie einen hin wollte, dann umso schöner. Am 1. Dezember-Wochenende finden in Pirna die Saxonia Open statt. In diesem Jahr erstmals als internationaler Wettkampf. Die anstehende Meisterschaft in der Herderhalle zeigt die Entwicklung des TSC Silberpfeil und lässt den Vereinsvorsitzenden für die Zukunft nicht bange werden. Da brauche ich mir keine Sorgen machen, ob ich weitermache nächstes Jahr oder nicht. Der Verein ist so gut aufgestellt, dass man sich darum über 20 Trainerinnen und Trainer und die halten auch weiterhin zur Stange, ob es da einen Hering gibt vorne oder nicht. Das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es dem Silberpfeil gut geht. Und das kann ich nur wiederholen. Ja, das passt für die nächsten Jahre.